Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 230. Tja, beim letzten Mal haben wir hier gegen Mock gekämpft oder Mock Wynn oder wie auch immer er heißt. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Aber wir können leider Mikella, den Bruder von Malenia, nicht befreien. Aus Gründen, ja. Vielleicht wurde er gänzlich ausgesaugt. Vermute ich mal fast, ne? Also kam nicht mal zu der Blumenform, wie man sieht, ne? Ist nur ein Kokon geblieben, leider ein toter Kokon. Ja. Und wir können Malenia noch nicht mal von seinem traurigen Schicksal berichten. Das ist eigentlich das wahre, die wahre Tragödie dahinter, ne? Ja, diese Geschichte zwischen den beiden. Jo. Naja, was soll man tun? Normalerweise kämpft man hier wahrscheinlich, bevor man bei Malenia landet, gegen ihn. Aber ja, naja, in dem Fall war es umgekehrt. So, jetzt gehe ich mal wieder an den Ort der Gnade zurück, denn weil hier scheint jetzt nichts weiter zu sein. Wir haben ja sein Echo bekommen, ne, seine Seele quasi. Aber halt kann ich ja trotzdem nochmal vorlesen. Wo ist denn das hier? Ja, hier. Nee, das war die Fäulnisgöttin. Wo ist denn hier? Das ist der Blutfürst, genau. Ein in den Erdenbaum gehauenes Echo von Mok, dem Fürsten des Blutes. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. Alternativ lässt sich daraus auch eine große Fülle von Runen gewinnen. Gut, das steht ja immer da. Da er Mikella zur vollen Gottheit erheben wollte, hegte Mok den Wunsch, sein Gemahl zu werden und in die Rolle des Monarchen zu schlüpfen. Doch egal, wie viel er auch von seinem blutigen Schlafgemach zu teilen versuchte, eine Reaktion des jungen Himmlischen blieb aus. Interessant. Oh, das ist ja krass. Ja, da ist natürlich nichts mehr. Ja, okay, sehr interessant. Also war Mok quasi, wenn man das sagen kann. Nee, das war jetzt falsch. Hier wollte ich hin. Homosexuell. Na, und Mikella scheinbar auch. Oder auch nicht. Wurde ja anscheinend mehr oder weniger gefangen gehalten. Ich glaube nicht, dass der da freiwillig war. Oh, was haben wir denn hier jetzt? Ich mache mal ein bisschen Licht. Finde ich ja krass, dass sie das hier auch so aufgegriffen haben. Ne? Homosexualität. Finde ich ja mal sehr förderlich von From Software. Untersuchen. In die Welt. Oh, jetzt soll man in die Welt von Faré eindringen. Der hat uns ja die ganze Zeit hier malträtiert, ne? Zwar noch als Namenloser, aber jetzt macht er scheinbar Nägel mit Köpfen und will es direkt mit uns aufnehmen. Oh Gott, da bin ich mal gespannt, was der jetzt für Tricks auf Lager hat. Der Gute. Ist wieder so dunkel hier. Muss er wieder erneut? Ja, muss wieder anmachen, die Lampe. Jetzt möchte ich doch lieber die andere Waffe nehmen. Also sprich Malenias Schwert, weil das ist ja doch ein bisschen weiter ausgebaut. Also ausgemaxt. Ah, okay, hier können wir jetzt nicht mehr raus. Na gut, dann führt uns der Weg nur noch nach vorne. Was steht denn hier? Bettler. Es werde Tränen. Saatgut anbieten. Kann man das? Ja. falls einer nicht genug hat oder so. Oh, ich glaube, ich sehe ihn. Ah ja, da ist er. Mal sehen, ob er mit uns spricht. Ich lasse ihn erstmal sprechen. Oh. Oh, oh. Der bufft sich. Ich habe jetzt mal ausreden lassen, aber du legst ja hier gleich los. Wow, er kann trotzdem gut ausweichen. Oh, das ist nicht nett. Oh, der kann sie bestimmt. Ah, der hält sich auch gerecht. Aber ich habe den falschen Trank genommen. Na, ist egal. Irgendwie klappt die Attacke mal wieder gar nicht hier in der Linie. Wurde die richtig zu Ende geführt, verdammt. Oh oh.
Das kennen wir doch, baut er auch Blut auf. Ah, da kämpfe ich halt nochmal gegen ihn. Tja. Komm damit klar, Junge. Oh, der hat uns ja gar nichts entgegenzusetzen. Also im Gegensatz zu seinem Meister war er ein bisschen schwächer. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen sehr viel schwächer. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Oh, jetzt lungert er hier auf dem Boden. Krass. Das ist der Charakter, der uns von Anfang an irgendwie begleitet hat, ne? Der findet jetzt ein jähes Ende. Na gut, wir sind halt zu früh eingedrungen, ne? Flord war halt noch nicht so weit und deswegen konnten wir ihn besiegen. Weil Dynastie zum Glück noch nicht zum Reifen kam, so ungefähr, ne? With love. Oh, er droppt sogar was. Blutiger Eiterfinger. Varys Blumenstrauß. Das war die Waffe, der hat uns mit einem Blumenstrauß angegriffen. Was ist das denn? Ist ja geil. Oder so. Ich weiß noch nicht. Wenn wir jetzt hier dran rasten, vielleicht. Ich meine, seine Rüstung haben wir ja schon bekommen, ne? Als er uns da die ersten paar Male invadiert hatte. Ne, jetzt ist hier nichts weiter. Okay. Na, mach doch mal an, was ist das jetzt hier? Ich hab die Animation anscheinend unterbrochen. Jetzt ist er hier verschwunden. Okay, Leute. Das war das Ende von Fari. Gut, dass ich die Zeichen gesehen habe. Jetzt hier auch wieder die Gegner. Der Ende, der hier mal so unvermittelt auftaucht. Ah, hier ist jetzt nichts weiter. Oh, okay. Gut. Okay, ich würde mal sagen, dann sind wir hier auch fertig. In Mokwyns Dynastie. Und da Mausoleum. Ja, ist es ja. Ist ja hier das Mausoleum. Deswegen hier auch die ganzen Grabsteine und so weiter und so fort. Ne? War ja in seiner Boss-Arena erst recht sehr omnipräsent. Jo, ich könnte jetzt wieder aufsteigen. Verdammt, ich hab so viel Zeug, ey. Sprich, so viele Runen. Boah, der hat uns auch nochmal etliche gebracht, der Fari, wa? Erst hat er uns deswegen so wenig gebracht. In seiner ersten Form als Namenloser oder namenlose weiße Maske. Und jetzt dafür umso mehr. Naja, ist ja gut so. Ja, nur was. Ja, ich kann aufsteigen. Klar kann ich aufsteigen. Ich möchte ja nicht mehr so großartig aufsteigen. Ha, ja, wenn ich halt die Steine kaufen könnte, würde ich sie kaufen. Ne? Die Achtersteinchen natürlich. Oh, wen haben wir denn hier? Verlassener Händler. Ach so, ja, stimmt. Da war ja auch ein Händler. Hier sind lauter Händler. Was kriegen wir denn bei dem Händler hier? Ich klapper mal die Händler ab, Leute. Um mal einen kleinen Einkaufsbummel erstmal zu machen. Danach geht's dann weiter mit anderen Quests. Was ist denn der Typ jetzt? Jo, der war sehr schwach. Also sein Boss war saustark. Aber wie gesagt, ich gehe immer noch davon aus. Ah, da ist er. Der Händler. Dass das Spiel dafür ausgelegt ist, dass man die Geister verwendet. Ja, also auf jeden Fall. Wobei, am Harlichbaum sah es ja ein bisschen anders aus. Ne? Ah, hier haben wir schon alles. Ah, das haben wir noch nicht gekauft gehabt. Genau. Jetzt kann ich auch Pfeile kaufen ohne Ende. Ja. Aber das sind ziemlich schwache Pfeile, oder? Das sind die 0815 Pfeile. Flammenbolzen, ja, nutze ich ja nicht. Was bringt denn das Heldenstirnband eigentlich? Davon. Wer weiß es. Aha.
Aber ich habe noch eine Idee. Wir haben ja jetzt auch neue Rüstung und so bekommen, ne? Im Zuge dessen, dass wir eben. Oh, hier steht auch noch was. Eine Notiz und wichtige Informationen. Ja. Ausschnitt. Das war auch nichts. Hellen Schulterplatte. Oh, Lux. Das ist doch verwandt mit dem einen Mädel hier. Ach, wie heißt denn die? Ach, ich komme wieder nicht auf den Namen. Nila oder wie hieß die? Also ähnlich. Ja. Naja, hier war jetzt nichts weiter auf jeden Fall. Ist hier irgendwo noch eine Höhle oder sowas? Muss man hier am Rand mehr entlang reiten. Hier war eine Höhle, ne? Ja. Die mal schon betreten. War ich da nicht am Ort der Gnade? Nee, oder hier war keiner. Ah, nee, jetzt kommen die. Hilfe! Oh, jetzt kommen die alle auf einmal. Was passiert hier? Ah, die Ölen haben auch noch. Stark, ey. Hammer krass. Warum bin ich jetzt so stark? Weil ich jetzt Smoke besiegt habe oder wie? Also einen richtigen Smoke, den Fürst des Blutes. Der andere war offenbar nur ein. Ja, keine Ahnung. Ein Abbild oder so. Ach, die halten ja null aussehen. Krass. Wow. Ah, wo haben wir das Pferdchen? Zum Glück kostet das nichts. Ah, hier hatte ich schon gelootet bestimmt, ne? Naja. Ja, an dem Turm waren wir auch schon. Ach so, ja. Ich soll nochmal in der Burg vorbeischauen, meinte mein Kollege. Ja, das kann nicht schaden. Da waren bestimmt Gegenstände, an die du noch nicht reingekommen bist. Jo. Aber du hast schon gegen Radan gekämpft. Ja. Aha. Ah, das hat mir reicht. Da wusste ich Bescheid. Na, ganz klar. Da müssen wir noch was tun. Oder da gibt es vielleicht noch was zu looten. Vielleicht hat sich da jetzt irgendwas verändert nach dem Kampf. Ah, das ist doch hier Drachenkommunionsgedöns. Gut, dann kann ich hier auch was kaufen. Auch mal, gibt es mehrere Kirchen der Drachenkommunion? Oder Kathedralen sind das ja. Wo ist denn hier der Altar? Hier müssen wir irgendwie in den Altar beten oder so. Ja, hier war der, genau. Hier noch Altar untersuchen. Oh, jetzt können wir jede Menge kaufen, Leute. Och, das brauche ich einfach mal, ne? Brauchen wir bestimmt auch alles. Kann ich alles nicht verwenden. Also größtenteils nicht verwenden. Manches ja. Sogar Dracheneis, ne? Ich dachte, das wäre eher so. Was? So teuer war das? Erzählt doch nicht. Zusätzliche Objekte benötigt. Ach, die. Ja, hier brauchen wir ja die Drachenherzen. Da war noch was. Also da müssen wir noch ein paar Drachen besiegen, um daran zu kommen. Okay. Aber wir haben ordentlich was erstmal eingekauft. Ne? Viele Drachenfähigkeiten, die wir früher später doch mal nutzen können. Vielleicht im Next Game Plus, ne? Wenn man hier nicht alles schafft. Ja, kann man wahrscheinlich eh nicht alles schaffen. Oder vieles vergessen und so, ne? Und ja, da muss man dann zwangsläufig mehrere Durchgänge absolvieren, um das Spiel wiederum zu komplettieren. Ödele, okay. Jetzt wollen wir mal. Wenn hier keine Höhle weiter ist, wie gesagt, dann muss ich mich nochmal umgucken, ja. Vielleicht ist ja hier doch noch eine. Ist das so weit? Nee, reite ja auch ständig in die falsche Richtung. Hier ist Ende im Gelände. Oh. Wer ist denn das da eigentlich? Noch Soldaten. Ach, der. Ach, die kennen wir doch, ja. Ja, immerhin, der Backstep killt die jetzt. Mit der stärksten Waffe, die wir haben hier. Das ist ja schon mal viel wert. So, aber sonst scheint hier nichts weiter zu sein. Und am Turm soll auch noch irgendwas sein. Das habe ich aber eher so beiläufig mitbekommen durch ein anderes Video.
Angeblich am Turm von Radan. Soll da noch irgendwas sein? Keine Ahnung. Ich habe es mir nicht angeguckt, vollständig. Ich habe den nur zufällig ausgewählt, ne, weil ich mir wieder mal ein Gebiet ansehen wollte, wo ich schon war. Weil ich will mich natürlich nicht spoilern. Und ja. Aber gut, dadurch, dass ich da halt schon war, ist das okay für mich. Also da kann man mich ruhig spoilern, da kann man ruhig sagen, na Mensch, pass mal auf. Geh mal da nochmal hin oder so, ne? Das stört mich dann weniger, wenn ich dann wirklich was verpasst haben sollte. Ah, da unten sieht es aus wie eine Höhle, oder? Das ist ein Eingang. Gehen wir hier runter oder sterbe ich denn? Ist ja manchmal sehr... Ah, hier liegt auch noch was rum. Ach, der lebt noch, der Hund, okay. Oh, die Kirche kenne ich schon. Jetzt sind ja Ruinen hier gewesen. Oh, Seuchenglebe, geil. Cool. Hier sieht es bald aus wie so ein kleiner Höhleneingang. Wäre auch mal cool, ne? So eine Höhle, wo man sich nur mittels gebückter Haltung vorankämpfen kann. Mal gucken wir mal hier. Okay, das, wie gesagt, die habe ich ja schon angesehen, ja. Ne, das ist doch kein Eingang, oder? Oder? Hier sind ja lauter Gegner. Wenn hier so viele Gegner sind, Leute, das ist meistens ein Indikator dafür, dass hier was versteckt wird. Wird wahrscheinlich auch. Ne, ich war hier schon. Ne, auch hier waren wir schon. Hä? Oh, was wollen sie mich vergiften? Ihr seid nicht nett. Oh Gott, ich dachte, ich sterbe. Hier war eine Höhle, ja, da waren wir da drin. Jetzt kann ich wieder die Dings nicht aufrufen. Hier waren wir drin. Hatte ich hier nicht den... Doch, hatte ich doch aktiviert. Genau, das war die Kerkerhöhle. Doch, ist doch aktiviert, alles gut. Okay, na ja, dann können wir uns direkt von hier aus erstmal ins Schloss... Refugium der Bestien war das, genau. War ein Schloss nochmal, oh Gott. Nee, das war fest. Ach, hier, ja. Kann man das... Sollen wir uns da erstmal hin, oder? Nee, ich werde mich mal über den Teleporter dann nähern. Oder vielleicht ist jetzt das Tor sogar offen, Leute. Ah, das wäre ja auch... denkbar, vielleicht. Oder wenn wir jetzt hier schon angegriffen... Ja, Radan besiegt haben, ja. Jo, aua, aua, aua. Au, 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 das tut weh. Jetzt werden wir hier echt beschossen, krass. Also das hat sich schon mal verändert, ja, jetzt. Das sind die Verteidigungsanlage der Bo... Oh, Trebuchets sind das geil. Hübsch. Oh Gott. Also ja, jetzt ist hier Action. Weil natürlich das Fest vorbei ist. Jetzt sind die ganzen Soldaten. Boah, hier. Um uns zu attackieren. Oh, die Pfeile kennen wir doch hier. Das sind doch die von Radan. Nicht, dass wir uns irgendwas entgegensetzen hätten. Aber... Hm. Ja. Bisschen auf der Hut. Nee, das ist immer noch zu. Ah, hast du den Schlüssel, Junge? Oh Mann, jetzt geht's ja hier ab. Oh, mit Feuer haben sie. Oh oh. Und tschüss. Oh ja. Also das ist immer noch nicht offene Tor, na gut. Wundert mich jetzt nicht. Hm. Aber es hat sich hier einiges getan, ja. Vielleicht können wir jetzt auch einen anderen Weg nehmen, oder ist das immer noch derselbe Weg? Ja, hier sieht es nicht so aus. Das könnte man da hoch, aber... Mal rechtzeitig drücken. Nee. Das schafft man nicht. Das lasse ich auch lieber sein. Aber hier habt ihr ja noch einen anderen Eingang. Scheiße. Nicht doch. Was war das denn für ein komischer Tod? Okay. Jetzt mit so vielen Dingern im Gepäck da. Ich weiß ja nicht, wie viel ich jetzt noch hatte. Habe ich jetzt auch nicht gesehen, wie die abgezogen wurden. Das ging so schnell. Gut, jetzt sollte ich möglichst überleben.
War da nicht auch noch ein... Nee, da war kein Ort der Gnade. Quatsch. Na gut, dann vielleicht doch den Teleporter nehmen. Ist vielleicht gesünder auf Dauer. Ich kann aber auch genau zielen, ne? Ich kann exakt meine... Ah! Ich bin fast runtergefallen. Meine Flugbahn berechnen. Flugbahn sag ich schon. Meine Reitbahn. Hilfe! Boah, das ist die komische Mangel. Da ist hier keine Mangel. Ups. Naja. Oh, der war schon angeschlagen. Wurde er angeschossen oder was? Oh, hat den kaputt jetzt hier. Aua. Gut. Verhandelt. Da oben. Hoffentlich hat er jetzt mal ein bisschen... Ach, jetzt kommt er wieder runter, ja. Ich dachte es nur... Aua! Oh, da ist ja mein... Da sind meine Runen. Oh Mann. Lass dich doch nicht immer umwerfen. Ich habe eigentlich eine ganz gute Balance, dachte ich. Ah gut, dann muss ich halt nochmal gegen ihn kämpfen. Boah, ist immer noch so viel Zeug. Oder bei ja. Aufpassen, nicht zu verlieren. Ja, hier ist eher das Problem, dass ich den nicht richtig treffe immer. Manchmal schlage ich halt auch vorbei. Nicht immer. Ja, hinterlässt uns mal wie Spat? Nee. War ein großer Gegner. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Wie bin ich denn hier beim letzten Mal rüber? Von hier aus scheinbar gar nicht. Von wo aus denn dann? Wie bin ich denn da runtergekommen? Ach nee, es geht nur über den Turm, richtig? Ja, so war das. Haha. Ist er jetzt auch besetzt? Ja. Von da aus ballern sie auch runter. Die Schweinebande. So, wer bedient denn hier den Trebuchet? Der da. Der eine. Ein ganzer. Okay. Ja, Trebuchets hat es hier gar nicht gehabt, eigentlich, ursprünglich. Hm, ah ja, die sind ja auch noch. Ah, kein Interesse. Kein Interesse an auf die Fresse. Deswegen reiten wir einfach mal. Schnurstracks. Och, nicht doch. Ach, da geht's ja auch noch runter, ja. Stimmt ja immer, diese scheiß Abgründe, Leute. Ich komme nicht klar mit diesen Abgründen. Ah, ich hasse sie einfach. Ob ich einfach einen Riesen da vorbeireite? Hm. Ich glaube, ich mache es mir auch unnötig schwer. Ah, toll, ey. Oh, scheiter ich ja an so einem dummen Abgrund, ey. Boah. Ist das doch noch mit einer Druckwelle verbunden, oder was? Dazu ist das Pferd nicht endgültig. Das ist auch nur der Erste, der so trifft, ne? Danach... sind eher so Blindgänge. Mehr oder weniger. Boah. Ja, so schnell können sie ja nicht reagieren, so schnell wie ich bin. Das ist das Schöne. Das ist eigentlich unnötig, das zu zerstören. Okay, da scheinen wir gerade in dem Moment sein. Schild lüften wollen, seinen Schild lüften wollen. Das war eine. Oh, zwei gleiche Helme. Das ist ja. Mehr Glück kann man nicht haben. Komm, steck mal ab, das bringt ja nichts. Bleibt auf den Poppes, Junge. Zittern. Rennt da gegen die Wand, geil. War kurz benommen, da kann ich natürlich ausnutzen. Na gut. Da habe ich jetzt nicht zugehauen. Das ja. Die Eingabe steckte noch im System, deswegen hat er dann trotzdem zugehauen. Das kennt er wahrscheinlich auch, ne? Wenn man dann vorher gedrückt hat und erst Sekunden später wird das quasi gezielt. So. Schnell rauf hier wieder. Jetzt bloß nicht runterfallen, ey. Das ist ja ätzend.
Diese Abgründe, ey. Die schlimmsten Bosse hier. Die Abgründe. Es mal zu viele von denen gibt. In dem Spiel auch mal wieder. Oh Mann. Na Gott sei Dank sind hier meine Runen, ey. Ich sehe das schon kommen. Ich werde die wieder vernichten, ja alle. Habe ich die jetzt? Ja. So. Ah. Ja, das sieht man auch schlecht, ne? Also, das ist auch schlecht. So, hier kann man nämlich jetzt rein. Das ist das Schöne. Ach Gott sei Dank. Kommen die jetzt hier? Oh, die Musik. Die sich verändert. Doch nicht. Doch, ne? Die hat sich verändert. Und die Gegner nicht, ne? Naja, konnten noch kommen. Die sind jetzt vielleicht auch stärker. Na, vorher war sie eher so festlich, ne, die Musik. Jetzt ist sie eher so ein bisschen bedrohlich. Hm. Oh, wie hält das Licht aus? Okay, vielleicht sind jetzt die Türen offen, die uns zuvor verschlossen blieben. Na, hier konnten wir noch raus, oder? Oder? Du, ja. Nee, die Tür, genau, das war doch eine scheinbare Fake-Tür, ist jetzt offen. Oh, hier direkt auch ein Skarabius. Achso, das war der, der uns Leben wiedergibt. Ist okay, heil ich erstmal. Ja. Nehmen wir uns ein bisschen Leben wieder. Wunderbar. Wunderbar. Da. So, und jetzt müssten wir auch irgendwo oben lang gehen können. Es ist hier einiges anders. Wie gesagt, die Tür, die war vorher nicht offen. Das weiß ich hundertprozentig. Jetzt sind die alle offen. Da sind wir raus. Hier geht's jetzt hoch. Sehr interessant, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Eine Elite. Radan-Elite. Ja, die sterben auch nicht mal. Oh. Rotman, Großschild. Ach, sein Schild hat er direkt gedroppt. Schön. Ah, jetzt können wir hier... Da kommen wir schon vorher hoch, ne? Aber da möchten wir ihn da, wo das Item ist. Oh, da kommen wir bestimmt jetzt auch hin. Der war hier vorher nicht der Elite-Typ, der... Oder? Nee, da waren ja keine Gegner großartig. Starren die alle hin? Ah, ja, das war der andere Weg hier nach oben. Das hat sich auch nicht verändert soweit. Das konnten wir auch schon vorher. Ah, haben sie denn jetzt eine Leiter hingestellt für uns, oder wie? Ne, da müssen wir jetzt rein, oder können wir jetzt rein, cool. Um an das Item zu kommen. Na, das ist wohl... Was ist denn jetzt sinnvoll? Weil da waren ja noch andere Türen, die verschlossen waren, ne? Auch bei diesen komischen Bestien. Auf dem Kampfplatz, sozusagen, ne? Wie ist man auf den Kampfplatz gekommen? Dem ich hier aufgesprungen bin, ne? Oder einfach hier durchgegangen bin. Ja, ich glaube, da kannst du auch einfach drüber hüpfen. Hüpf. Okay, na gut, dann jetzt hier erstmal weiter. Weil jetzt, wie gesagt, denn alle Türen offen stehen uns. Und hier können wir nämlich jetzt, nehme ich jetzt auch rein. Ich glaube, da konnte ich vorher auch nicht hin. Deswegen sind hier, ja, deswegen sind jetzt hier die Türen. Geil. Oh, cool, das finde ich gar nett. Objekt voraus. Ja, hier ist wirklich ein Objekt. Handbuch 4 des Rüstungsschmieds. Geil. Können wir denn unsere Rüstung verbessern? Ich weiß es immer noch nicht. Hab's noch nicht gemacht. Ich wusste nur, dass man sie verändern kann. Irgendwie farblich oder so. Keine Ahnung. Was ja auch nett ist, keine Frage. Aber effektiv bringt das, glaube ich, nichts. So, aber hier konnte man nichts öffnen, richtig? Ist immer noch kein Hebel. Hat keiner Hebel.
angebaut oder so. Nee. Nee, wie gesagt, jetzt sind nur die Türen offen. Alle Türen sind offen. Schön. Das ist ja auch viel wert. So, können wir da jetzt hoch? Da können wir sowieso hoch. Hier ist offenbar nichts weiter. Ja, hier ist, waren wir auch schon drauf. Soweit ich weiß, da war auch ein Item. Ganz hinten. Genau, das haben wir schon gelootet gehabt. Ja, hier könnten wir wieder nach oben gehen. Wenn man geschickt springen kann. Also sich geschickt anstellt beim Springen. Ja, das können wir leider nicht rufen. Obwohl das hier relativ groß ist. Naja, gut, für ein Dungeon ist es. Es ist kein wirklicher Dungeon, lass mal sehen. Ach, ihr seid ja hier. Jetzt. Beim letzten Mal habe ich euch noch vermisst. Oh. Naja. Also nicht wirklich. Ja, genau. Da war die nächste Tür. Ach du Scheiße, hier kommt Flammenwerfer. Die Musik auch ein bisschen bedrohlicher. Naja, das sind die. Die kennt man ja noch aus Schloss Sturmwind oder so. Da gab es ja auch Flammenwerfer. So, hoffentlich kommen wir hier nach oben, damit wir das Item da oben looten können. Das wäre mal nett. Auf jeden Fall können wir jetzt hier auch rein. Wo wir zuvor nicht hin konnten. Ah, hier ist eine Leiter. Ja, es geht nach oben, Leute. Cool. Ja. Geh mal hoch, bitte. Hab heute meinen guten Tag, deswegen sage ich bitte. Zu dir. Sonst nicht. Ach, ja. Ah ja, gut. Gut, der ist hier ein bisschen stärker als der vom Anfang des Spiels, ne? Wie oft macht er denn den Scheiß? Ich überlebe das immerhin. Kommt der runter? Kann der klettern? Das hört sich so an, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, der läuft dann nur auf der Stelle, richtig? Ja, der ist einfach zu groß. Das würde albern aussehen, wenn er da so eine Kletteranimation hätte. Hm. So, aber ich sammle das mal ein hier. Wir ein Items haben. Oh, Flammenberge. Das berühmte Schwert. Das haben wir endlich gefunden. Die Flammenberge. Mann, lass mich doch mal zuhauen, bitte. Ja. Dann siehst du nämlich kein Land. So einfach ist das. Genau, das war der Gegenstand, den haben wir von unten gesehen. Ne? Ein Schmiedestein 3. Yay. Oh Mann. Aber da können wir auch noch hoch. Geil. Cool, Leute. Oder war da noch ein Item? Nee, ne? Das war jetzt wirklich hier. Ah, das sieht auch so aus, könnte man da hoch. Aber nicht von hier aus, oder? Oder? Nee. Schaltet immer um. Da könnte ich nur mit dem Pferd hoch. Oh. Da sieht es noch aus, könnte man da irgendwie durch. Na, mal gucken. Wir machen einfach mal hier weiter. In Ruhe. Sofern uns die Gegner in Ruhe lassen. Ansonsten werden sie für immer verblassen. So, hier haben wir. Das ist auch keine Möglichkeit. Da müssen wir einfach wieder runter, glaube ich. Schätze ich. So, aber hier ist noch was, vielleicht. Ich denke mal nicht, dass sie uns hier umsonst hochklettern lassen. Jupp. Schmiedestein 5. Yay. Mann, ich brauche 8 da. Rafft's doch mal. Na gut, die gehen ja davon aus, man ist auf dem Stand, dass man gerade Radaren geschafft hat, so, ne? Mit Ach und Krach. Und da sind natürlich am Anfang des Spiels dann 5er super. Keine Frage. Kann ich mich jetzt hier fallen lassen? Ja, das Glück. Fernkampf versuchen, das stimmt. Ja, warum? Ja. Ja. Man überlebt so eine Probleme. Na, dann kämpfen wir uns hier weiter durch. Wenn wir das noch kämpfen nennen können. Yay. Oh, da ist jetzt ein erneuten Boss, Leute. Geil. Da ist ein neuer Boss. Krass. Gut, da muss ich jetzt möglichst versuchen, nicht so viel Schaden hier zu fressen.
sagt er und kriegt aufs Maul. Verdammt. Ach, dann können wir mal kaputt hier. Kannst du eh nicht benutzen. Ja, hier ist ja. Naja, hier ist ja sowieso ein Ort der Gnade. Den haben wir ja schon freigeschaltet. Geh kaputt. Gehst du wohl kaputt? Geil, gegen wen soll man da kämpfen? Also da bin ich ja schon echt gespannt. Cool, Leute. Wie geil ist das denn? Noch ein Bosskampf. Der wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer sein als gegen Radan. Also der kann nur schwerer sein als gegen Radan. Alter, finde ich krass hier. Das Balancing ist ein bisschen, naja, soll man sagen. Radan ist so leicht und dann Mokwin war relativ schwer. Ich weiß nicht, ob Mokwin auch im Zuge dessen, ne, wie Marlenia optional ist. Das kann ich euch leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Muss ich mich erstmal schlau machen. Ah ja, hier kann man nicht hoch, oder? Ne, da kann man nur rein, da waren wir schon drin. Okay, na gut, dann gehen wir mal da weiter. Also erstmal hier nach links. Denn da ist ja auch noch eine Tür, die jetzt offen, offen steht, sperrangelweit. Macht den Fluss halt kaputt, ey. Ja, warum halten die Dinge zu viel aus? Achso, man muss direkt von hinten aufschlagen, okay. Ja. Das muss man nicht verstehen, das ist einfach mal so. Genau, hier konnte man runter, aber wie gesagt, hier haben wir jetzt alles. Ach du Kack, oh nicht doch. Das ist schon für mich ein Boss. Ja, die hält hier auch ordentlich was aus. Hm. Ah, leider nicht getroffen, trotz der Länge der Waffe. Deswegen ist mir das mit Nagakiba umso lieber. Weil da machen wir dann doch, oder haben wir größere Reichweite. Och, naja, gut. Wollte gerade aufgehen, ne? Guckst dir an. Oder passiert das immer, wenn das Ding kurz vorm Abnippeln ist? Können sein. Ja, am Anfang waren die es auch schwer, ne? Aber die einfacheren davon. Babyfax. Aber im Haus Vulkan waren die noch ziemlich happig. Da haben die ordentlich Schaden gefressen, ey, von uns. Ah. Oh. Rot-glühendes Schleifmesser haben wir bekommen. Für die Affinität, ne? Naja, das haben wir ja gelernt, ne? Dafür brauchen wir die Schleifmesser. Ich glaube, wurde uns am Anfang beigebracht, ne? Von Kalle, oder wie der heißt, der erste Händler da, ne? Der aussah wie so ein Weihnachtsmann. Geil, Leute, die jetzt echt noch weiter. Hier könnte ich runter. Ne, da werde ich sterben. Aber da, jemand hat es geschafft. Ich weiß nicht, wie die Leute das immer schaffen, aber wir spielen hier am PC. Das heißt, dann und wann schaffen es ja doch mal Leute zu cheaten, ne? Hat man ja gesehen hier bei Mokwins Mausoleum, ne? Da haben sie auf dem Wasser irgendwelche Nachrichten hinterlassen. Hallo? Das ist ein sicherer Tod eigentlich, der Abgrund da, ne? Also irgendwie schaffen es dann doch mal, oder schafft es der ein oder andere dann zu cheaten. Wo man ja von Steam dann relativ schnell gebannt wird. Da geht's anscheinend weiter. Geil. Oh cool, Leute. Das ist doch noch größer als gedacht hier, die Festung. Aua. Och Mann. Oh, die halten was aus. Also so ist es nicht. Und trocken Schmiedsteine 2. Oh, brauchen wir ja auch. Mal neue Waffe upgraden wollen oder so, ne? Davon ab. Aber ich, wie gesagt, ich kann die Dinger kaufen. Noch und nöcher, sollte ich vielleicht auch tun. Weil ich weiß noch nicht. Hier geht's weiter. Oh, das ist auch eine Elite. Aua. Scheiße. Muss erstmal kicken. Ne, von da bin ich gekommen. Hier war nichts weiter. Ja, da wo die Toten sind, war ich schon. Kommt man hier rauf? Nö. Ist denn hier noch ein schönes Item versteckt? Hinter den Kisten. Das habt ihr auch mal drauf. Da ist die Boss-Tür, geil, ey. Boah, da bin ich schon gespannt, ey, auf den Boss, der uns da erwartet. Keine Sorge, das werde ich diesmal noch in die Folge mit einbauen. Außer das ufert hier noch weiter aus. Das Gebiet. Ne, kann man nicht rum. Wo schießt der denn hier?
Die Schweinebacke. Ja, diesmal war ich kein Cliffhanger. Der Cliffhanger ist einfach die Quest, die ich dann weiterverfolgen möchte. Wie er angerannt kommt. Wie der Teufel der Tortönen. Okay. Aua. Nicht nett. Zum Glück stecken wir so viel. Oh, nee, bitte. Ah, die Bullen immer. Das ist reine Zeitverschwendung, Jungs. Noch einer? Nee. Dann seine Umfall-Animation, die er so geklungen hat. Schmiedestein 6, ja, wie gesagt, ne, für Anfangscharaktere ist das der heilige Gral. Da ist das echt eine richtig coole Sache. Wie soll ich sagen? War ich da schon? Kann man da rüber? Ah, hier ist nichts irgendwo drauf, oder? Oder? Nee. Mehr ist hier nicht. Geht's da irgendwo oder dann? Nee. Hm. Mein Jump's geschafft, wie gesagt. Den ist da. Ach, hier über die Dinger. Okay, man schafft's. Hoffentlich kommen wir noch wieder runter. Na gut, ich kann mich immer noch teleportieren. Cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ja, hier könnte man auch runter. Aber hier liegt ja nichts auf den Dächern. Also. Ist quasi für ein Poppes, hier hoch zu gehen. Oder ist hier nur noch versteckt? Nee. Ah ja, jetzt wieder diese Ratschenmusik, ne? Diese. Wie von Schloss Morn oder der Schwarzen Festung. Also diese Festungsmusik oder. Schloss Sol, wie sie alle heißen. Mensch, fallen mir alle wieder ein, die Namen. Ist ja krass. Und der nur so kurz war. Aber hier ist nichts weiter, ne? Nö. Mal auf zum Boss, Leute. Was soll's? Wir gehen jetzt zum Boss. Die Boss. Weil ich hoffe mal, oder schätze mal, dass wir ja alles soweit gelootet haben. Ah, der Teleporter würde uns dann wieder zurückbefördern. Juhu! War hier noch was drin? Nee, ne? Vielleicht ist das jetzt auch offen hier, das Gebäude. Das war ja vernagelt irgendwie. Und jetzt hier durch? Von hinten. Die Waffe will. Ah, okay, nee. Das ist nach wie vor zu, leider. Das war einfach nur verbarrikadiert. So, egal, Leute. Jetzt geht's hier auf in den Bosskampf. Oder ist nochmal Radan? In seiner Scharlachfäule Form. Oh nee. Stimmt, der wurde ja auch von der Scharlachfäule heimgesucht, ne? Durch Marlenia. Das hat die uns quasi eingebrockt. Werden wir sehen, was sie uns eingebrockt hat. Ob sie uns was eingebrockt hat. Ich hoffe mal nicht. Auch wenn ich jetzt wahnsinnig viele Runen im Gepäck habe, aber pff, die kriegst du ja, wie gesagt, hinterher. Oh, Scheiße. Löwenartiges Scheuser. Wollt ihr mich veräppeln oder wie? Mehrere Bosse. Oh ne, Schmelztiegeltyp will ich nicht. Jetzt werden uns hier mehrere Bosse entgegengeworfen. Naja, das kennen wir noch, die Attacke. Machen zum Glück wenig Schaden. Ja, das kennen wir doch. Er konnte ja auch nicht bluten, der Heini, ne? Da war ja was. Aua. Oh, das ist hier irgendwo ein Festding jetzt, ey. Boah. Fall immer wieder drauf rennen. Den dummen Markentrick. Ups, der hat mich unterbrochen. Naja, weil er hat sein Schild hält, ne, davor. Ah, gerade noch so getroffen. Oh, ich hab mich doch geheilt, oder nicht?
Na, oh, in zweiter Form wieder mal. Hast doch deinen komischen Drachenschwanz wieder am Start, oder was? Ja, hat er. Das finde ich mal gut an dem Spiel, ne? Also, Fragen werden prompt beantwortet. Boah, ich dachte erst, ich hab ihn gestaggert oder so was. Nö. Kann man die überhaupt staggern, die Typen? Ah, auf jeden Fall kann man sie töten. Na, noch was? Es kommt schon mal noch was. Nö, das war Trümmer Großschwert. Boah, ein richtig fettes Schwert dafür bekommen. Jo, Leute, insofern hat sich das gelohnt. Warum waren jetzt hier zwei Bosse? Hintereinander, ich hätte die auch zusammen. Aber gut, wie gesagt, die Schmelztiegel, die sind immer als ein Trümmer-Großschwert. Das gucke ich mir noch an, das lese ich mir noch durch, Leute. Das ist ein Großschwert auf jeden Fall. Wo haben wir denn hier Großschwert? Da hier wohl nicht, hier auch nicht. Ne, müssen wir halt da oben gucken. Trümmer-Großschwert, was ist das für ein Trümmer? Ich glaube, den habe ich auch schon mal gesehen, ne? Als ich mir das angeguckt habe hier. Die Kämpfe gegen Malenia, da hatte er ja auch dieses Schwert, aber das hat ihm nicht viel gebracht. Ja, das war das Ding. Genau, das. Ursprünglich ein Stück Geröll, das einst vom Himmel fiel, geschmiedet zu einer Waffe. Eine der legendären Waffen ist das. Okay, also das Ding müssen wir sammeln. Also die generell die legendären Waffen, ne, die müssen wir ja sammeln. Der Steinbrocken stammt von dem Meteoriten, der eine Ruine zerschmetterte und selbst diese kleine Fragment birgt gewaltige Zerstörungskraft. Einzigartiges Talent, Welle der Zerstörung, hebt das Schwert gen Himmel und schlagt auf den Boden, um eine Gravitationswelle zu werden. Das hat er auch gemacht. Das war Wahnsinn, was der damit alles... Boah. Das war irre, was der damit alles wegrocken konnte. Aber Malenia, no chance. Da musste er gänzlich umdenken. Alle Bosse soweit gelegt, ja. Alle, wirklich alle. Allen kam Malenia. Der war vorbei. Konnte er die Waffe wegschmeißen. Der konnte damit nicht anfangen. Die ist immer ausgewichen. Selbst diese großen Attacke, die da erwähnt wurde, diese Gravitationsattacke, die war sehr mächtig. Macht sonst mächtig viel Schaden gegen Bosse. Aber gegen Malenia, no chance. Und mal hier jetzt sonst noch was. Also hier kann ich nach wie vor nicht meine Waffe schwingen. Das hat sich also nicht verändert. Ist der Typ auch noch da? Dieser Marktschreier, wollte ich schon sagen, der die Festlichkeiten hier moderiert hat. Der ist weg. Der ist weg. Warum? Kann man dem nicht mehr quatschen? Das würde ich gerne noch mal machen in dieser Folge. Menno. Warum ist er nicht mehr da? Wäre jetzt noch ein schönes i-Tüpfelchen gewesen für die Folge. Na gut, der Bosskampf war. Ja, Bosskampf. Ja, diese Miniboss halt. Ja, hier, wa? Hier ist ja auch noch so eine Tür. Die nicht aufgeht. Aufgehen müsste. Hm, hier ist ein Blutfleck. Aber wir können ja die Waffe nicht schwingen, wie gesagt. Warum sollte ja so ein Blutfleck sein? Oh, ich wollte schon sagen, der sitzt da, ne? Leider ist er das nicht. Ne. Naja, das ist ja das hier, ja. Alles gut. Vielleicht ist er jetzt unten, Leute. Ich gucke noch einmal kurz nach unten und wenn er da nicht ist, gut, dann würde ich einfach mal so die Folge beenden. Na, was soll man tun? Aber so habt ihr auf jeden Fall gesehen, dass es hier noch was zu entdecken gab an Schloss Rotmähne. Und nicht zu knapp. Sogar eine legendäre Waffe hat das gegeben dadurch. Richtig krass. Bin begeistert. Obwohl ich die wahrscheinlich nicht führen werde oder so. Weiß ich nicht. Das ist eher, ja, eine Spaßwaffe. Aber zum Spaß eine Waffe ausmaxen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, die haut ordentlich rein und so. Aber ja. Das können wir auf jeden Fall hier wieder schwingen. Vielleicht ist er jetzt da. Nee, ich glaube nicht, oder? Weil er trauert Radan hinterher. Wäre auch denkbar, aber da waren wir ja nochmal, oder? War ich da nochmal? Ja, stimmt, ich hatte das Leuchtfeuer aktiviert und da war nichts weiter. Aber ich probiere es jetzt mal, weil jetzt haben wir ja die Bosse auch besiegt. Vielleicht wurde jetzt da irgendwas getriggert, ich weiß nicht. Guckt mal genau hin, ob ihr irgendwas seht. Ach, hier können wir das Pferd nutzen. Moment, da sind ja jetzt auch Wagen, ne? Die hätte ich vorhin nicht, beim letzten Mal nicht gesehen, muss ich sagen. Vorhin. Ne, das waren nur Säulen, das sind keine Wagen. Nö, der Typ scheint hier nicht zu sein, Leute. Also. Hm. War's das mit der Folge?
Denke ich mal. Schade. Hätte jetzt mehr erwartet, aber vielleicht mache ich mich mal schlau, wo der jetzt steckt. Wenn er denn irgendwo steckt. Vielleicht ist er einfach nur weg. Oh Mann, schade. Schade, schade. Der soll also irgendwie einen Zusammenhang haben mit den Zauberinnen. Hier ist jetzt ein Eingang zum. Also, ein Ausgang. War ich schon vorher da? Nee. Kann sein. Vielleicht treffen wir den da. Gehen wir, stecken wir vom Pferd. Wäre auch cool, wenn man auf das Schiff könnte da hinten. Ne? Das wäre doch eine Idee für ein DLC, ja? Dass da irgendwo, dass man auf eine entlegene Insel fahren muss oder so. Ach so, jetzt war hier am, wo wir, bevor wir beschossen werden können. Okay, Leute, aber ich würde mal sagen, ich mache dann erstmal Schluss an der Stelle. Also, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like. Genau da. Bis dann.